Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich darf dir heute voller Stolz einen echten Spielplatz für Erwachsene präsentieren, nämlich den Functional Green Tower. Und hier im Hintergrund siehst du den auch schon, komplett aufgebaut. Und er hat die Grundmaße 1,90 Meter in der Länge, 1,60 Meter in der Breite, 2,45 Meter in der Höhe. Diese Maße können allerdings auch noch ein bisschen variieren, je nachdem, wo du welche Station anbaust. Wenn du zum Beispiel das Klimmzug-Ramp oben noch befestigst, wird die Höhe von 2,45 Meter auf 2,58 Meter ansteigen. Genau dasselbe für die Rotationshantel oder auch die Back-Extensions-Station oder die Sissy-Quad-Station. Je nachdem, wo du es anbaust, hast du halt je nachdem mehr Länge oder Breite. Um diesen Videodreh gut abwickeln zu können, haben wir den Turm sehr nah an die hintere Wand gebaut. Du musst dir jetzt einfach vorstellen, dass alles das, was wir hier vorne angebaut haben, theoretisch auch hinten anzubauen wäre. Da bist du komplett frei und du kannst das so gestalten, wie du das gerne hättest. Und dieser echte Spielplatz für Erwachsene ist perfekt für Zirkeltraining geeignet. Du kannst die Teilnehmer dann an den einzelnen Stationen positionieren und die können sich dann wunderbar im Kreis bewegen von Station zu Station und du wirst sehen, die haben genügend Platz, um wirklich vernünftig zu arbeiten. Das von mir hier verwendete Zusatzequipment, wie zum Beispiel das Seil, der Boxsack, die Medizinbälle, die Scheiben oder auch die Bänder, sind nicht im Verkaufspreis inkludiert. Dennoch ist der Functional Green Tower im Hinblick auf Preis-Leistung unschlagbar. Du hast nämlich eigentlich ein komplett eigenes Fitnessstudio. Du kannst also hier innerhalb des Turmes auch arbeiten. Du hast hier Ringe, du hast eine Zugstation, du hast alles, was das Herz begehrt. Hier kannst du wirklich richtig Gas geben. Und dann gehe ich doch mal die einzelnen Stationen von dem Functional Green Tower durch. Anfangen möchte ich mit der Trampolinstation. Die Trampolinstation ist eine super stabile Einheit, die wirklich richtig was aushält. Hier kannst du Vollgas geben mit dem Medizinball. Diese Griffe sind perfekt geeignet für Liegestütze. Je nachdem, welche Höhe du wählst, kannst du daran aber auch Dips machen. Da wir jetzt hier aber nochmal einen separaten Dipholm haben, werde ich mich hierbei jetzt mal auf die Liegestütze konzentrieren. Die Hantelablagen geben dir die Möglichkeit, sowohl Lang- als auch Kurzhanteln hier drauf zu positionieren. Du kannst hier die Höhe verändern. Es ist zum Beispiel ideal geeignet, wenn du Kreuzheben machen möchtest und du möchtest das Gewicht nicht ganz vom Boden abheben. Gleichzeitig eignet sich das natürlich auch, um einfach Ordnung reinzubringen. Hier kannst du deine Langhantelstangen positionieren und da stören die einfach keinen. Eine weitere Hantelablage bietet dir die Möglichkeit, Kniebeugentraining zu machen. Wir haben das jetzt hier mal nach innen gebaut. Du siehst, du bist auch da wieder frei in deiner Auswahl. Du kannst dann die Langhantel darauf positionieren, auf Schulterhöhe und kannst dann bequem die Hantel rein- und rausheben. Wir alle wissen, Ordnung ist das halbe Leben. Deswegen gibt es hier nochmal zwei ganz separate Ablagen, die Platz bieten für Kettlebells, Medizinbälle, Hantelscheiben, Manschetten, Bänder, was auch immer. Wir haben hier an der Seite noch einen kleinen Haken befestigt. Hier kannst du dann noch Bänder, Zugbänder, Therabänder, Elastibänder und so weiter drüber legen. Hier hat alles seinen Platz. An dieser speziellen Aufhängung kannst du einen Boxsack befestigen. Ideal für das Training der Ausdauer, der Schnellkraft und einfach nur zum Auspowern. Ein Feeding wie im Fitnessstudio, eine echte Seilzugstation. Hier kannst du von oben und von unten ziehen. Über diesen Schlitten kannst du dann das Gewicht steuern. Hier fassen Scheiben drauf mit einer Bohrung von 50 mm, 30 mm und auch entsprechend weniger noch. Das heißt, wenn du ein Bodypump-Gewichtsscheiben hast, die passen hier auch perfekt drauf. Es gibt verschiedene Griffmöglichkeiten. Einmal hier die weite Latzugstange und dann noch eine etwas engere Trizepsstange. Diese Rampe kannst du für zwei Dinge verwenden. Erstens, um zum Beispiel die oberen Stangen von der Klimmzugrampe zu erreichen. Oder aber auch, um ein ganz normales Sprungkrafttraining zu machen. Absolut im Trend ist im Moment das Battle Rope Training. Mit dieser entsprechenden Halterung kannst du das Seil aufnehmen,
vom Gerät wegführen und entsprechend Bedrope-Training absolvieren. Wenn du gerne kletterst oder Klimmzüge machst, dann ist der Functional Green Tower perfekt für dich geeignet. Mit dieser Klimmzugrampe hast du die Möglichkeit, alle Griffweiten, alle Griffhaltungen und alle Höhen hier mit einzubeziehen. Darüber hinaus gibt es in der Mitte des Turmes noch ein sogenanntes Monkey Bar. Dort kannst du sogar im Hammergriff die Klimmzüge machen und kannst entsprechend dich vorwärts oder rückwärts hangeln, was natürlich ein super funktionelles Training ist. Die Sissy Quad Kniebeuge ist eine spezielle Form der Kniebeuge, mit der du ganz speziell den vorderen Bereich der Oberschenkelmuskulatur sehr gut isolieren kannst. Und auch dein unterer Rücken kommt am Functional Green Tower nicht zu kurz. Mit dieser Back Extension Station kannst du den unteren Rückenbereich super isolieren. Diese U-Haken geben dir die Möglichkeit, Bänder jeglicher Art, Elastibänder, Therabänder, Tubes, Superbänder zu befestigen und dein Training zu absolvieren. Ideal und perfekt geeignet für Abduktorentraining, Adduktorentraining und Po-Training. Diese spezielle Hantel ist eine sogenannte Rotationshantel. Die wird nur einseitig beladen, du hast also nur auf einer Seite die Gewichte. Auf der anderen Seite wird die fixiert am Gerät mit einem beweglichen Gelenk. Und du kannst die Hantelstange nicht nur waagerecht, also horizontal, sondern auch vertikal nach oben und unten bewegen. Und natürlich kannst du Slingtrainer und Ringe hier fast überall befestigen. Wenn man irgendwo Slingtrainer befestigen kann, dann an diesem Turm. Die einzelnen Stationen an diesem Turm kannst du natürlich an deine persönliche Körpergröße anpassen. Egal, ob das die Back Extension Station ist, die CC Quad Station oder auch der Dip Barren. Alles kannst du also ganz speziell auf deine Körpergröße hin anpassen.